Alle Männer, wir nehmen alle Männer, kommt zu uns Piraten. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen, jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auch eine Mannschaft hoffen, wir brauchen Piraten. Ich hoffe, ihr seid bereit für die Wogtown und Tiefen. Bereit für eine Piratenstunde, eine halbe Stunde. Mal schauen, wann der Song beginnt. Welchen Song, fragt ihr euch? Das werdet ihr schon merken, welchen Song. Der Song. Der Piratensong. Und so setzten die Idioten ihre lange, sinnlose Mission fort. Sie latschten durch die Ödnis, die sie geschaffen hatten, und zertrampelten dabei kostbare Korallen unter ihren Stiefeln. Ihr seht viele zuvor verborgene Schätze auf dem freigelegten Meeresgrund. Da war viel Schrott und Gerümpel im Meer. Jede Menge Treibgut. Treibgut? Ist das nicht eher Strandgut? Treibgut ist vom Schiff gefallen. Strandgut wurde abgeworfen. Interessant. Darauf fällt mir nicht mal eine schnippische Antwort ein. Lernen kann halt auch Spaß machen. Seht ihr die Zerstörung, die sie zurücklässt? Eine Ödnis voller kaputter Spielzeuge, die sich fragen, warum sie von ihrem Schöpfer verstoßen wurden. Aber das ist wohl alles nur, um die Bühne für dich aufzubauen, Schicksalsbringer. Nur zu. Könntest du nur die ganzen Fische fragen, die ihr eben vaporisiert habt, was sie davon halten, vom Schicksal geeint zu sein? Ja, natürlich. Was auch immer du gerade gesagt hast. Stunkwehr, SMG, weg damit. Und jetzt werden Haie getötet. Das war's mit Pilzen. Ab zu Haien. Kiste. Und Koralle. Nicht aufbauen, deine Koralle. Okay, ab. Dann halt ab. Das Team wird schon regeln. Ja, das bin ich. Was haben wir? Wir testen's. Wir haben zwar die Gift-Shotgun gerade ausgerüstet. Da ist dann natürlich klar, dass wir Gift bekommen, aber es ist eine blaue Waffe. Die kann man testen. Ein Gitter versperrt euch den Weg und ein Kavalier steht davor. Ein Kavalier mit einem Piraten. Doch das ist kein schnöder Pirat, sondern ein Skelettpirat! Ein Skelett! Töten wir es! Nein, das ist kein Bösewicht! Es ist ein Gutwicht! Ein Gutwicht! Einer von den Guten! Das entscheide ich! Na, wo ist er denn? Da ist er! Ahoi! Ich muss durch dieses Tor! Ei! Du willst also geradewegs durch das Tor des Pökelriffs schlendern, ja? Na, du sprichst mit Bones Threewood, dem verfluchten Beschützer des sündlichen Tors. Und ich sage, klar doch. Oh, das war ja einfach. Natürlich wird dir das leid tun. Das nördliche Tor wird vom rachsüchtigen, mörderischen und sagenhaften Freibeuter Chartreuse Le Chance bewacht. Der lässt dich nie durch, außer... Würdest du mir bei einer Mission helfen? Piratenquest! Piratenquest! Valentine, willst du die Piratenquest annehmen? Oh, aber sowas von! Haha! Willkommen in meiner Mannschaft! Aber ohne Polly, meinem getroffenen Homunculus, gibt es keine Piratenmission! Sie fiel einem schrecklichen Schicksal zum Opfer und wir müssen ihre Teile wieder zusammensetzen! Okay. Das SMG wird nicht benutzt. Vorsicht, Mannschaft! Die Seewarge sind rastlos, seit der Ozean ausgelöscht wurde. Hütet euch vor Moby Dick, dem Mannschaftsbeißer, der Geißel des Salzes und des Sands. Ja, natürlich. Skins haben eine neue Farbe bekommen. Auf Platz 3 die Landratte! Johoho!
als ein Bord und kommt auf Platz 2. Und auf dem ersten Platz, wie sollte es anders sein? Natürlich Ahoi! Danke, dass du dir meine Schriftrolle angesehen hast. Streck den Daumen hoch, wenn sie dir gefallen hat, und durchkämme den Meeresboden, falls du weitere Inhalte suchst. Das poste ich als eigenes Video gleich auf YouTube. Da kriege ich alle Daumen hoch. Was wollte ich machen? Skills irgendwo reinsetzen, wo es mir schon egal ist. Lässt mir das hier nicht durch. Die Schwierigkeit ist ja so leicht, da ist egal. Ich habe noch einen Skill. Einen heroischen Constitution. Da wollten wir rauf. Lieber Kugel holen als duschen. Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Was sagt Zufallsgenerator? Zauberschuss, das bin ich nicht. What are you, beautiful one? Wenn wir mal darüber konnten, Waffe testen, Obelisk starten. Dieser Obelisk wird einen fetten alten Mampfer heraufbeschwören. Mehr habe ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Einfach platt machen! Mach ich. Zu Befehl. Mampfer platt machen, natürlich, was sonst. Das hat viel. Magazin. Das passt wie ein LMG. Das heißt, meine Muni wird gleich mal weg sein. Ja, Muni gleich weg. Ich nenne es Munifresser SMG. Mag AG. Brennt hier gut. Sollte gut brennen. Brecher. Weggebrochen. Puh. Und der Fisch fliegt. Hin. Das ist der Boss, Titanzahn. Der kriegt vielleicht. Der hat Fettschaden bekommen, verdammt. Das ist das Boss. Wo ist er hin, der Große? Ja, der ist groß. Der ist groß geraten. Pilzgefährte, das überlebst du doch locker. Land. Boss übrig, oder? Ich schaue ganz hätte ich öfter spielen können. Und meinen Pilzgefährten getötet. Verdammt. Mich auch gleich. Abstand halten am besten. Gewonnen. Assistenz, ich hab's gesehen. Falsche Taste. Was haben wir hier noch? Eis, SMG. Was macht nicht wirklich den Schaden, den ich wollte? Ach gut. Mach
machen wir die Shotgun einfach. Wow! Das geht sich aus. Das große Geschöpf fällt. Sein mächtiger Kiefer wird nicht mehr kauen. Wow! Blitzgefährt ist zurück, Alter. Da kommt weg, Blitzgefährte. Okay, ich war ein Prachthof. Anscheinend hätte ich in Sturmgewehr-Muni was reinstecken können. Interessant. Das ist verschwunden. Hauptquest! Hol die Teile! Nur Grünschrott wird mitgenommen diesmal. Die brauchst du mir nicht mehr. Wir haben wieder Sturmgewehr-Muni. Was haben wir da unten? Granatwerfer? Shotgun. Okay. Da haben wir mit die Shotgun. Oh, lass mich raufhupfen. Gib mir dir eine Loot. Kleine Spinnen. Spinnen? Ja, das sind Spinnen in meiner Welt. Ich hab diese Dinger. Ignoriert, da sind genug Feinde überall. Donnerfräser, der schaut interessant aus. Ich hole ihn dir, keine Sorge. Er hat gefressen. Aber nicht so. Pilzgeführt, der hat schon wieder befahren lassen. Gute Arbeit. Dafür wirst du bezahlt. Ein Geschütz. Das ist die Fahrt. Wer wagt es? Das Gefährte wagt es, einen fahren zu lassen. Nein, nicht runterfliegen. Naja, diesmal nicht mehr. Wo sind die nächsten Sachen? Da drüben. Aus dem Weg, Skelette. Ich hab das Ding angeschossen. Lass mich nicht freilegen, auf keine Chance. Keinen Fall, keine Chance. Irgendwas halt, was fast deutsch klingt. Das sind die Steuerklappen. Die halten Polly in der Luft, um nach Segeln am ehemaligen Horizont Ausschau zu halten. Naja, wenn du das sagst. Signalschnabel! Bald wird sie wieder kreativ sein! Sie ist fast fertig! Jetzt fehlt nur noch ihr polymagischer Kern! Sie wird natürlich von Seelenenergie angetrieben! Was war das? Ich hab's befürchtet! Das ist der zuvor erwähnte Moby Dick, der Mannschaftsbeißer, die Geißel des Salzes und des Sands! Vorsicht, Mannschaft! Darüber. Okay. Brauchen wir noch Munition. Wo ist denn der Moby Dick? Hier drinnen? Was für ein Jump. Die Spinnenkrabbe wird verseucht.
Jesus. Jetzt nimmt der Schaden. Er muss den Kern am Stück verschluckt haben. Genau das Teil, das wir brauchen. So, das Violettes. Ein Schwert. Der Zusammenbau eines Vomunculus erfordert jahrelange arkane Ausbildung und präzise Handwerkskunst. Aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Klatsch den Schnabel dran! Da. So ein Vogel jetzt, oder was? Da ist sie! Klingt wie ein Helm. Es klingt wie ein Helm, ja. Ist das ein Claptrap-Roboter? Polly, du bist es wirklich! Ich hab dich vermisst, mein treuer Vomunculus! Bist du bereit, dich erneut meiner Mannschaft anzuschließen? Ah, Polly ist zurück von den Toten! Wozu brauchen wir einen Vogel? Polly ist mein Navigator. Wenn wir Le Chance angreifen und das nördliche Tor öffnen wollen, brauchen wir die Hilfe meiner alten Mannschaft. Finde sie, Polly! Spüre sie auf! Spüre sie auf! Chartreuse Le Chance ist nicht nur ein mächtiger Pirat. Man kann ihn nicht töten. Auf seiner Mannschaft liegt ein seltener Fluch, genannt Anschlagrüstung. Ich kenne ihn gut, denn er lasse doch auf mir. Wir brauchen mehr als Waffen und Schiffe, um ihn zu besiegen. Mannschaft in Sicht! Für uns steckt er nicht weg. Kriegt ihn selbst, wenn er schmeckt wie Bruder. Den braucht er uns nicht weg. Wir versuchen es an. Ich bräuchte Lyrics. Hey, das ist mein erster Mark und seine Kumpanen. Sie hören dir erst zu, wenn du eine Schlägerei mit ihnen angefangen hast. Fordere ihn zum Duell. Kämpfe. Hört ihr das? Da ist jemand auf einen Kampf aus. Das wäre kein fairer Kampf für dich. Wir haben die Anschlagrüstung. Und meine Gott, das ist immer noch voll mit alkoholfreiem Gebräu. Gut, wie bringen wir ihn dazu zu kämpfen? Ganz einfach. Piratenregel 27b. Verschütteter Grog muss gerecht werden. Mach seine Tasse kaputt. Du hast gegen Piratenregel 27b verstoßen. Das ist ein gravierender Bruch der Etikette. Schon mal gegen einen Seemann gekämpft? Das sagte ich bereits. Warum sollte ich? Du kämpfst bestimmt wie ein Milchbauer. Ich mag Milch. Warum schnappen wir nach Luft? Weil wir gerade herausgefordert wurden zu einem Duell der Beleidigungen. So machen Piraten das. Du musst ihn mit der schärfsten, gemeinsten Erwiderung treffen, die ihm 20 Jahre später noch Albträume bereitet. Oder du verlierst das Duell. Wir brauchen Optionen. Ich mag deinen Sixpack. Oh, vielleicht sind die Optionen. Wie ist die Beleidigung des Neulings? Bitte, Neuling. Deine Mutter ist vermutlich eine bezaubernde Dame. Aber ich glaube, sie wäre nicht mit deinem Beruf einverstanden. Niemand redet so über den Brasschutzbruch. Dich lass ich gehen holen. Und du wirst einen feinen Braten annehmen. Ah, ich will nicht gebraten werden. Das war's. Am Boden, du alter Narr. Du sagtest, die Anschlagrüstung würde uns schützen. Haha, oh Danny Schutzbruch. Nur weil du nicht stirbst, heißt das nicht, dass es nicht weh tut. Jetzt macht wieder bei meiner Mannschaft mit und helft uns, Chartreuse Le Chance zu besiegen. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch ein paar Crewmitglieder finden. Und ich weiß auch schon wo. Polly, setz Kurs auf Port Blinder! Port Blinder! Port Blinder! Ja!
Polly, machst du was? Wo fliegst du hin? Ich weiß, dass es da drüben ist. Und weg ist er. Teleportiert sich offscreen. Irgendwann sterben wir alle. Wieso nicht ein wenig vordrängeln? Hopp, da, hast vorgedrängelt bekommen. Ist da nicht noch irgendwas? Da ist doch eine Kiste. Dann eine Gurgel oder eine Kugel? Mit der Kugel. Das ist mal ein Glückswürfel. Yep. Glückswürfel. Schon bekannt. Option der Erholung. Grüner Dreck. Der Krieg der Krabben. Ich habe alle getötet, die mir im Weg standen. Ich habe meine Scheren mit den Eingeweiden meiner Toten. Ritzel. Damit, Tina. Du hast gerade geredet. Verdammt. Auf Ritzel zu sagen. Ja, okay. Rätsel. Butter. Das sind Butter. Bevor der Ozean gesprengt wurde, war Port Plünder eine kleine Piratenstadtinsel. Vom Meeresgrund aus betrachtet, ist sie ein hoher Turm, der erklommen werden will. Eine ganze Piratenstadt? Finde ich super. Wieso stehst du so auf Piraten? Sie sind so frei. Sie segeln mit ihren Schiffen von Hafen zu Hafen, müssen sich vor niemandem rechtfertigen und streben einfach nach Reichtum und berüchtigt sein. Machen wir das nicht auch? Nur im All? Raumpiraten. Ja. Wow. Jetzt dreht er völlig durch. Rätsel. Oh. Wo schießt du meine Loot jetzt hin? Ich war nicht sicher, ob du das hinkriegen würdest, Neuling, aber das hast du. Und ich hab dir gratuliert. So, in etwa. Peng-Peng-Dinger mehr. Nein, nicht die Peng-Peng. Dinger. Rätsel. Immer schöner. Ich hab alles geskippt. Ganze Zone, nur wegen dem Rätsel. Die ganze Schriftrolle, ja. So viele goldene Kugeln wahrscheinlich. Herr mit deinen Dublonen, ich weiß, dass du welche hast. Was, Dublonen? Was sind das für Süßigkeiten? Warum wollt ihr meine Süßigkeiten? Ich könnte sie haben, natürlich. Das ist doch gar nicht Low-Carb-Süßigkeiten. Wie soll ich so ein Skelett-Six bekommen? Und endlich wie Pilzgefährte. Lass die ganze Zeit nicht fahren. Grüne Loot. Volle Deckung! Was hast du mit dem Typen gemacht, Pilzgefährte? Verdammt, er hat geschrien. Scary Bastard. Was für ein verrückter Typ. Den wahrscheinlich zu Tode erwürgt. Oder gepfurzt. Das gleiche, oder? Zu Tode erwürgt und zu Tode gepfurzt. Ich sehe dich. Oh, grüner Schrott. Wie schaut mein Inventar aus? Oh je. Yeah. Ja, das wird keine Stunde. Das wird keine Stunde. Verdammt, was seid ihr? Bloms. Und aus wie das Mind-Reading von Starship Troopers. Ja. So heißt der Film. Starship Troopers. Gute Arbeit, Patrick. Alles falsch auszusprechen. Würfel. Na,
Alles klar da, Birdie, die Sängerin. Oder ist eine Sängerin. Das Spiel ist wieder ruhig. Das könnte jetzt ein Bass Sänger gebrauchen. Ah, Port Blünder. Man kann das Liebestum riechen. Zumindest mit fleischigen Nasenlöchern. Der Rest meiner Mannschaft muss hier irgendwo sein. Alle Männer, wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer. Kommt auf uns. Ist er tot oder hat er nur ein Päuschen? Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle. Du Glückspilz! Wow. Zu uns Piraten. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Wie? Mehr Mannschaft in sich! Dasse, es ist Polly, sie lebt! Und sie hat neue Rekruten für uns. Segelt über die offene Luft mit dem großen Piraten LeChance im neuen Luftschiff Windbrecher. Jeder ist willkommen! Ich hab dich auf die Seite von Bones Threewoods Mannschaft geschlagen. Bones Threewood? Dank ihm sehen der Schiffsjunge und ich so aus. Wir schließen uns euch nicht an. LeChance ist jetzt unser Kapitän, also verpisst euch hier! Schiffsjunge! Sing weiter! Abgesoffen! Niemals! 81D. Bringt jemand deinen Ballon zum Platzen, ist er des Todes. Was? Du kannst tatsächlich lesen? Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Da, Stelle offen. Auch Lyrics, die genau sind. Wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Eine Stelle offen. Wir auf eine Mannschaft hoffen, wir brauchen Piraten. Piraten. Wir nehmen alle Männer, wir nehmen Episode vorbei. Männer, wir nehmen alle Männer. Ich gönne mir noch das Lied.